Dann legen wir gleich mal los. Kommt von den inhaltlichen Themen zu den Infrastrukturthemen. Also ich brauche immer noch eine IBMI. Die IBMI wird heute öfter auch gern mal einfach nur als Helper angemietet, um dann zeitgemäß sozusagen diese Maschine auch einfach nutzen und betreiben zu können, ohne mit dem ganzen Infrastruktur drumherum noch weiterhin kämpfen oder zu tun haben zu müssen. Auch mit diesen Maschinenwechseln alle paar Jahre hat man damit relativ wenig zu tun, wenn es aus der Cloud kommt. Die Cloud an sich, so als 100% Lösung, ist ja in Deutschland noch nicht so ganz verbreitet, kommt aber immer stärker, auch durch, sagen wir mal, weltweite Entwicklungen, die sich technisch auch da nicht aufhalten lassen. Und man kann schon sagen, dass ein hybrides Setup mit der Cloud in vielen Use Cases durchaus heute schon Sinn macht. Nur wenn man dann sich damit beschäftigt, wie wir das mal vor 2 Jahren getan haben, dann stellt man halt fest, dass man da eben sein bisheriges Infrastrukturdenken zum großen Teil auf den Prüfstand stellen muss, um festzustellen, was in der Cloud anders ist, was auch da gar nicht funktioniert, was im herkömmlichen Datacenter oder im eigenen IT-Raum so heute funktioniert. Und ich habe heute auch für diesen kleinen Vortrag hier den Herrn Dr. Rother gewinnen können von der IBM. Der sollte jetzt hier mit dabei sein. Und der Dr. Rother macht dann den ersten Teil, das ist Praxis, und der zeigt uns dann einfach mal, wie wir hier eine IBMI-Maschine überhaupt schnell in Dienst stellen können. Wie bekomme ich eine IBMI in der Cloud? Wie kriege ich das Ding zum Laufen? Und danach kommen wir von der TSP. Wir arbeiten da seit knapp 2 Jahren mit IBM an Lösungen, die da integriert sind. Wie ich dann nämlich dann, wenn ich die IBM Cloud-Instanz erstmal habe in der Cloud, dann die Workload, die ich heute habe, da drauf bekomme. Das ist nämlich auch nicht so ganz trivial. Und welche Herausforderungen man hat, dadurch wollen wir Sie mal quasi an unserer Erfahrung teilhaben lassen und dann sozusagen Sie dadurch navigieren, dass Sie diese Zeit, die wir darauf verwandt haben, um diese Lernkurve zu bekommen, einfach abkürzen können, bis hin zum konkreten Ergebnis. Ich glaube, wenn Sie heute rauskommen aus diesem Meeting hier, werden Sie sehen, das ist alles kein Hexenwerk, wenn man weiß, wie es geht. Das ist halt wie immer im Leben, ne? Den Herrn Dr. Rother, glaube ich, muss ich wahrscheinlich heute auch nicht mehr vorstellen. Wolfgang, wenn du gerade hier das Mikrofon auch mal aufmachst, um mal zu testen, ob die Technik auch funktioniert. Ja, scheint momentan auch mit der Technik etwas zu kämpfen. Wir hatten heute uns vorab schon mal unterhalten. Wir kämpfen gerade mit der aktuellen Version von GoToMeeting ein wenig. Hallo Marc. Ja, da bist du. Ja, da bist Ah, wunderbar, dann funktioniert es ja diesmal. Okay, du. also Auf den auch schönen Punkt. Gruß von meiner Seite. Ja, also hier für diesen spannenden Vortrag. Ich habe dann meinen Teil wahrscheinlich in ein paar Minuten, oder? Just in 30 Sekunden, wenn es nach der Ah, Vorstellung deiner okay. Person, wenn du dann noch ein paar Worte zu dir verlieren möchtest und auch zu Power4S im Vorfeld. Ich habe da ja, wie du weißt, mal was vorbereitet. Und ne, dann wären das die Themen, die nach deiner Person auch mal anstünden. Nämlich, wie komme ich halt eben auch ohne Wartezeit an eine neue IBMI-Maschine, ohne dass ich langfristige, ja, Bemühungen anstreben muss, um mich mal sozusagen an die Beschaffung einer Instanz bei meinem Distributor, lokalen Businesspartner zu bemühen. Wie geht denn das? Das ist doch die Frage. Und da kann ich mir keinen besseren vorstellen als dich, der uns das mal erläutern mag. Ja, wenn mich der Robert dann auch als, sag ich mal, Mitorganisator zumindest berechtigt, dass ich was scheren kann, dann ist das okay, dann könnte ich das tun. Erstmal zu meiner Person, also Dr. Wolfgang Rother, ich bin natürlich, sag ich mal, bei der IBM seit vielen Jahren, die meisten kennen mich wahrscheinlich. Ich habe mir seit ein paar Jahren neben den üblichen, sag ich mal, Themen, die ich auch in der Vergangenheit gemacht habe, auch mal das Power-VS-Thema, also Virtual Server, auf die Fahne geschrieben. Und die Frage von Marc, wie komme ich einfach, sag ich mal, ganz schnell zu einer neuen Maschine, ist relativ leicht beantwortet. Es stehen schon welche da. Also in Deutschland stehen, sage ich mal, eine ganze Menge Maschinen in Frankfurt bei der IBM oder besser gesagt in einem Rechenzentrum, was nicht der IBM gehört, aber da, wo auch andere Cloud-Anbieter ihre Technik haben. Und die können entsprechend sozusagen genutzt werden, diese Systeme, die die IBM dort bereitgestellt hat. So, wie gesagt, der Robert muss mich mal berichtigen, sonst kann ich nichts zeigen. Ja, ich kann hier nichts scheren. Aber offensichtlich ist er auch nicht da. Aber ich kann Einen jetzt gar Moment, nicht. ich glaube, ich muss Jetzt, dich zum Moderator klar bin machen. ich da, Wolfgang. Du bist jetzt schon Jetzt auf darf ich. Sendung. Jetzt darf ich. So, jetzt sieht man auch hoffentlich was. Okay, also das Einfachste ist,
Man besorgt sich erstmal einen Cloud-Account. Das ist relativ einfach bei der IBM. Da heißt die Webseite cloud.ibm.com. Das kostet nichts. Aber man hat erstmal sozusagen die Möglichkeit, sich, sag ich mal, hier den Katalog anzuschauen. Ja, also ohne, dass man irgendwas eingerichtet hat. Und das geht relativ rasch, indem man hier, nachdem man sich eingeloggt hat, entsprechend auf Katalog geht. Wie gesagt, das sind einfach, das kann man auch ohne sich vorher einzuloggen in den Katalog gehen, nur ich kann da nichts konfigurieren. Und da kann man einfach mal das Stichwort Power eingeben, bitte nicht IBMI, sondern einfach nur Power. Und dann finden wir hier den Workspace für Power Virtual Server. Warum nicht IBMI angeben? Weil die Infrastruktur, die da drunter ist, natürlich Power-basierend ist. Und im Prinzip sagen wir für IBMI zwar eigene Offerings existieren, aber um, sage ich mal, jetzt selber eine Instanz zu haben, brauche ich als erstes mal einen Power-Server, so wie sie auch eine S1014 oder eine S914, sagen wir mal, früher bestellt haben. Ja, so, jetzt haben wir erstmal nur eine Umgebung, können wir sagen, Arbeitsbereich erstellen. Ja, dann wählen wir uns hier das Rechenzentrum aus. Also Dallas ist zwar schön und für die Leute, die im Prinzip so Geo, sag ich mal, Probleme haben, weil sie haben dann Kunden in Südamerika oder in irgendwo anders in Asien und so, die können sich natürlich auch ein Rechenzentrum in der Nähe wählen, was immer, sag ich mal, besser ist, sag ich mal, als wenn man da Frankfurt nimmt und dann weiter Entfernungen zu überbrücken hat. Wir nehmen mal hier, das ist neu, im Prinzip mal Madrid. Ja, da können wir uns im Prinzip hier in Madrid ein Rechenzentrum erstellen. Also üblicherweise macht man es in Deutschland in Frankfurt. Da haben wir zwei Rechenzentren, Frankfurt 1 und Frankfurt 2. Das heißt, man hat im Prinzip hier die Möglichkeit, auch HA-Lösungen zu konfigurieren, genauso wie das im Prinzip in Madrid der Fall ist. Jetzt nehmen wir mal Madrid, sagen wir weiter, da geben wir den ganzen einen Namen, da machen wir was weiß ich. Heute haben wir I go ahead. Ja. Eine Resource-Gruppe kann man sich erstellen, wenn man, sagen wir, sehr viele Ressourcen hat, hilft das, das im Überblick zu behalten. Ja, noch ein paar Tags und sowas. Kann man weitermachen. Wir haben hier Feld ist erforderlich. Gehen wir hin, nehmen im Prinzip Default. Ja, so, ich habe mir noch eine erstellt. Sage dann im Prinzip Bearbeitung abgeschlossen. Jetzt könnte man hier noch Integrationen, sage ich mal, dazu wählen. Das wollen wir nicht, sondern ich sage einfach hier, ich akzeptiere die Bedingungen. Habe ich irgendwas vergessen? Position habe ich, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Fertigstellen habe ich vergessen zu drücken. Und jetzt kann ich hier die Lizenzbedingungen akzeptieren. Man sieht auch deutlich, es kostet nichts bisher. Ja, wir können ja auch umstellen auf Europa. Und Europa, na komm, dauert einen Moment. Ja, Egal, ich glaube, wir wenn du stellen gerade im alle. Erstellungsprozess bist, Wolfgang, da lässt du dich nicht umschalten, weil du gerade mitten in der Erstellung bist. Ja. Das ist genau das Problem. Jetzt haben Das wir hier kannst einen du gleich wieder Workspace, umschalten. der Wirtberater erstellt. I go ahead. Damit wir nicht zu lange warten müssen, kann ich mal nach Madrid 2 gehen. Ja, ähnlich erstellt. Und dann sieht man hier im Prinzip sozusagen die Daten, die ich da eingegeben habe. Dieser Punkt hier, der aufpoppt, das ist, sag ich mal, ein neues Feature, was in Power Virtual Server verfügbar ist, nennt sich Power Edge Router. Und dient im Prinzip dazu, dass die ganze Konfiguration, sage ich mal, von den Power-Servern, also Anbindung von Power-Servern an die x86 Cloud und ähnliches der IBM, sag mal, wesentlich einfacher geworden ist als früher. Ja, für die, die neu anfangen, einfach nicht drauf achten, einfach entsprechend sagen, okay, das wollen wir jetzt haben. Und hier können wir jetzt sagen, okay, wir nehmen mal unseren Workspace. Ja, also im Prinzip ist das einfach nur ein Objekt, mit dem Abrechnungen später generiert werden, wenn wir wirklich Ressourcen verwenden. Und bis jetzt haben wir ja noch nichts genutzt. Wenn ich aber dann IBMI haben möchte, sollte ich vorher ein paar Überlegungen machen. Die erste Überlegung ist, wie sollte denn meine Netzadresse in meiner Umgebung in der Cloud aussehen? Ja, das ist eine wichtige Entscheidung. Welche IP-Adresse soll ich vergeben? Und deswegen empfehle ich immer, erstmal über sogenannte Teilnetze nachzudenken, wie ich das beispielsweise hier in Madrid gemacht habe, ist relativ einfach gemacht. Man geht einfach hin, Teilnetz erstellen, gibt den Namen I go ahead. Ja, besser sollte man im Prinzip sagen Network. Ja, also ein bisschen was Sprechendes haben,
Dann kann man hier im Prinzip eintragen, okay, wir nehmen mal 10, 10, ja, was nehmen wir? 100-24, ja, dann haben wir erstmal so 254 IP-Adressen fast. Ein paar werden noch Cloud-intern genutzt, sagen wir 250 Adressen haben wir. Das können wir natürlich einschränken, wie wir wollen. Dann sagt die IBM uns hier das Gateway und die IP-Bereiche. Ja, also wir haben hier 252 Adressen, 253 Adressen, die wir nutzen können, einen DNS-Server und so. Und letztendlich gehe ich dann hin und sage Teilnetz erstellen. Okay, kann ich machen. Ja, kostet immer noch nichts. Die IBM generiert dann das Netzwerk, also das, was entsprechend hier, sag ich mal, zur Verfügung steht. Und wenn ich damit sozusagen fertig bin, dann kann ich hingehen und kann sagen, okay, wir erstellen jetzt hier neue Ressourcen. Ja, wir haben im Prinzip hier unser Netzwerk. Hier gehen wir hin und sagen, okay, wir nehmen mal Madrid 02 als Workspace und sagen hier virtuelle Serverinstanzen. So, sind wir in unserem Workspace und jetzt können wir sagen, Instanz erstellen. Und da fangen wir hin an und sagen, okay, das nennen wir IBM. I for I go ahead. Ja, irgendeinen Namen verpassen. Ja, am besten einen, an dem Sie sich, sag ich mal, mit dem Sie was anfangen können. So, dann haben wir hier die Auswahl im Prinzip, wie viele Instanzen wollen wir gleichzeitig erstellen. Ich denke mal, die meisten fangen mit einer an, aber hier hat man die Möglichkeit auch noch zu entscheiden, sollen die, wenn ich mehr als eine Instanz habe, beispielsweise zwei, sollen das unterschiedliche, sage ich mal, Maschinen werden, auf denen die Instanz erstellt wird. Sollen sie ja normalerweise nur LPaaS, ja, sollte es auf zwei physikalisch unterschiedliche Maschinen gestellt, sollen unterschiedliche Storage Pools genutzt werden oder, ja, und alle solche Sachen. Brauchen wir jetzt nicht. Pinning ist wichtig. Die Frage ist bezüglich Seriennummer. Wenn ich das freilasse und sage, dann kann die IBM die LPAR nehmen und auf jede andere Maschine bringen. Das heißt, die Seriennummer kann sich beliebig ändern. Ja? Wenn ich aber hier sage hat, dann ist das ein Hinweis darauf, dass ich diese LPAR nicht verschieben kann. Ja? Aber mit der Konsequenz, dass dann natürlich, sage ich mal, bei sag ich mal, Aufgaben an dem konkreten System ich halt auch nicht auf meine Instanz zugreifen kann. Ja? Und soft heißt so viel wie, du kannst sie verschieben, aber bitte dann wieder zurück, wenn das erledigt ist. Ja? Wir sagen mal dann, gehen hier weiter. Den SSH-Schlüssel brauchen wir bei IBM i nicht. Das wäre eher was, wenn ich mit AIX und Linux anfange. Dann fange ich hier an, wirklich zu sagen, jetzt will ich IBM i. Und dann kann ich entscheiden, welches Boot-Image, also welche Betriebssystemversion ich haben möchte. Und aufpassen, wir haben hier beispielsweise 7.5 TR2 2924. Wir haben aber auch 7.5 02 2984. Hier das da hinten ist im Prinzip die Sprach-ID, sag ich mal, von der Instanz. Und da sollten Sie auf 2924 im Prinzip achten, Englisch. Ja? Dann Deutsch nachzuinstallieren ist nicht das Problem, aber wir müssen mit irgendetwas starten. Im nächsten Punkt kann ich dann sagen, okay, welche Art von Storage möchte ich? Ja, je nachdem, wie viel IOs ich möchte, hat was mit Preis zu tun. Sagen wir, ich kann sagen, hier drei Ein- und Ausgabeoperationen pro Sekunde pro Gigabyte. Ja, das ist das Minimum. Das wären dann SSDs. Ich kann hier im Prinzip sagen, okay, ich habe hier NVMe und ich kann sogar noch eine Stufe höher gehen. Ja, aber wie gesagt, das hat was mit, sag ich mal, Preisen zu tun. So. Dann kann ich hier die zusätzliche Software auswählen. Normalerweise habe ich IBM i mit allen Lizenzprogrammen dabei, bis auf diese drei. Und diese drei muss ich zusätzlich nachbuchen. Also wer BMS sucht, das ist mit dabei. Ja? Aber Cloud Object Storage ist nicht dabei, was empfehlenswert wäre, das mitzunehmen. PowerHA ist nicht dabei und das Rational Developer Studio, sprich die Compiler, sind auch nicht dabei. Ja? Aber im Prinzip sozusagen habe ich jetzt erstmal so die Grundkonfiguration abgeschlossen. Ich gehe mal hier auf NVMe. Dann sieht man im Prinzip auch den Preis. Sieht alles noch sehr harmlos aus. Kann hier im Prinzip die Storage Pools wählen, sozusagen, wie ich das brauche. Ich sage mal, ich habe nur eine, brauche ich das nicht. Dann komme ich dazu zu sagen, wie viele Ressourcen möchte ich haben und von wo. Und da haben wir hier die Wahl zwischen einer S1022 und einer E89. Ja? Wir nehmen mal die S1022. Sagen hier uncapped shared, ja, das wäre capped shared und das wäre dedicated.
können anfangen bei 0,25 Cores für den ersten Test vielleicht ausreichen. 2 GB Memory sage ich immer für IBM i nicht. Da gehe ich meistens auf 8. Ja. Wolfgang? Und dann muss ich hier mit Bitlife verbinden. Und dann habe ich hier im Prinzip noch die Speicherdatenträger, da kann ich dann weitere Platten anhängen. Ja, eine Platte habe ich immer, das sind 100 Gig. Und wenn ich damit fertig bin, sozusagen fange ich dann an, entsprechend hier die Netzwerkschnittstellen anzuhängen. Und da finden wir unser Netz wieder, was wir entsprechend hatten, können uns jetzt eine IP-Adresse sozusagen aus dem Netzwerk zugestehen. Ja, und sage ich mal, dann sind wir entsprechend, wir haben hier 100. Ja, 102 beispielsweise hängen wir an und dann sind wir eigentlich schon fertig mit der Konfiguration, weil wenn ich jetzt sage fertigstellen, ja, brauche ich nur noch zu akzeptieren und dann erstellen zu sagen und dann ist meine IBM i-Instanz in dem Sinne fertig. Ja, allerdings sage ich mal, das Problem ist natürlich, wir haben hier interne Adressen, wir brauchen noch ein VPN und ähnliche Dinge, aber nichtsdestotrotz. Von dem Preis sollten Sie sich nicht abschrecken lassen. Gehen Sie davon aus, dass Sie bei einem Jahr Subscription, also wenn Sie ein Jahr sozusagen die Ressourcen benutzen, kriegen Sie 30% Discount. Wenn Sie sie 3 Jahre benutzen, haben Sie 45% Discount. Ja, da liegen wir wesentlich unter dem, was hier stattfindet. So, Marc. Ich wollte mal kurz einhaken und gerade weil du bei der Konfiguration warst, ich hatte ja auf meiner Folie auch schon mal den Profi-Tipp, ne, dass das Sizing der benötigten Ressourcen der Cloud durchaus mal anders zu denken sind, als das bisher on-prem ja der Fall war. Vielleicht magst du dazu auch noch mal 2, 3 Sätze verlieren, weil man kommt immer von dem, was man kennt und will das gleich in der Cloud 1:1 nachstempeln, macht aber nicht wirklich immer Sinn, weil eben Cloud da Vorteile bietet. Also beispielsweise, sag ich mal, um auf deinen Use Case zu kommen. Ja? Dein Use Case ist ja im Prinzip sozusagen hier, dass wir sag ich mal, die Daten replizieren wollen in die Cloud. Das heißt, wir benutzen im Prinzip die Cloud-Instanz als zweiten Server, auf den wir sozusagen aktuelle Daten haben, damit der Recovery Point entsprechend, sage ich mal, gut ist, sehr gut ist. Und an der Stelle muss man sich die Frage stellen, brauche ich jetzt wirklich ein komplettes System mit beispielsweise, wir sagen wir, wir haben einen Kunden, der hat 2 Kerne sozusagen im produktiven Einsatz und die Frage ist, wie viele Kerne brauche ich jetzt auf der Cloud-Seite? Wenn ich nur Replikationen mache, brauche ich keine 2 Kerne, da tut es auch 0,25. Aber der Witz ist eben, ich kann hier hingehen und kann im Prinzip ja auch die Ressourcen, wenn ich mehr brauche, später in der Cloud verschieben. So wie Sie das momentan mit einer HMC oder ähnliches machen können. Ja? Also wenn ich jetzt hier hingehe, dann kann ich im Prinzip auch sagen, okay, ich nehme jetzt mehr als 0,25 beispielsweise ein und ich möchte mehr als 8 GB, beispielsweise 16, weil ich jetzt höhere Anforderungen künftig habe, weil vielleicht die Cloud-Instanz jetzt produktiv genutzt wird, ja, und so weiter. Und damit habe ich ganz andere Möglichkeiten. Aber auch beim Plattenplatz, ja, wenn Sie mehr Platte brauchen, dann gehen Sie hier hin und erstellen sich Datenträger. Ja, also ich kann mehrere Platten dann künftig anhängen, muss die Maschine deswegen nicht anhalten. Allerdings, klar, ich muss natürlich, wenn ich die Platten dann, das sind leere Platten, wenn ich die in die Plattenkonfiguration übernehme, habe ich die gleichen Tätigkeiten zu tun, die entsprechend sozusagen auch on-prem passieren. Ja, wie kann ich das machen? Und da haben wir hier im Prinzip ganz einfach, wir sagen Konsole, ja, das ist jetzt keine Konsole im Sinne von einer HMC-Konsole, oder, sag ich mal, hier so eine LAN-Konsole, sondern das ist jetzt eine Webkonsole und über die Webkonsole kann ich dann auf mein System, sagen wir, zugreifen und kann die gleichen Aufgaben machen, wie ich sie auch bei einer, sag ich mal, On-Premise-Maschine. Ja, und also, vielleicht auch noch zu erwähnen ist, dass die Maschine natürlich zwar in der Cloud steht, aber nicht im Internet, also die ist nicht öffentlich erreichbar. Die auch momentan nicht ist nicht im Internet. Die momentan ist angebunden, aber bisher gar nichts. Ja? Also bisher brauche ich nichts machen, die Konsole habe ich immer, weil das ist eine Webanwendung. Aber letztendlich, sag ich mal, wenn ich die Maschine dann, sag ich mal, beispielsweise erreichen will, dann wird manchmal empfohlen, mach doch hier im Prinzip die Schnittstelle an öffentliche Netze. Dann sind wir aber genau beim Thema vom Robert Engel. Ja, wie sieht es dann mit der Sicherheit aus? Ich sage mal, machen Sie es nicht. Sondern da, wo Sie hingehen können, ist dann hier, wir haben Möglichkeiten, also wir können es auch hier machen, sagen wir, wir haben Möglichkeiten entsprechend dann, dass wir zu dieser Instanz
also zu dem Netzwerk, was wir erstellt haben, im Prinzip eine VPN-Verbindung aufbauen können. Ja, wir sind jetzt in Madrid, das war die falsche Entscheidung. Ich wollte eigentlich hier nach Frankfurt 2, weil da müsste eigentlich eine VPN-Verbindung existieren. Aber schauen wir es uns an. Wir sind in Frankfurt 2. Jetzt gehe ich hier runter, gucke an, VPN-Verbindung. Ja, da ist keine. Okay, dann gucken wir doch mal nach Madrid. Ja, aber gehen Sie davon aus, Sie können hier VPN-Verbindungen erstellen. Wichtig ist, dass wenn man das macht, im Prinzip sozusagen auch den Netzwerker auf der anderen Seite, also bei Ihnen im Unternehmen, zur Verfügung hat, mit dem Sie dann im Prinzip vorher diese IKE-Richtlinien, IPsec-Richtlinien festlegen. Also ganz normal wie beim Aufbau von VPN üblich, dass man die Daten hat, die man abgleicht, damit man im Prinzip auch die Verschlüsselung gemeinsam nutzen kann. Ja. Aber wenn Sie das gemacht haben, wenn Sie sozusagen hier hingegangen sind, entsprechend und die VPN-Verbindung eingerichtet haben, ja, dann müssen Sie eigentlich nichts weiter tun. Ja. Ich empfehle VPN, wenn Sie neu anfangen, das zu machen über das Virtual Private Cloud Element, weil das ist beispielsweise so ähnlich aufgebaut wie Amazon, Google, x86 ist im Prinzip wirklich vergleichbar. Ja, und da haben Sie auch im Prinzip die Möglichkeiten hier, sage ich mal, VPNs zu bauen. Also hier müsste eine sein, wenn das im Prinzip Madrid ist. Ja, schauen wir mal, ist es Madrid? Madrid sind wir nicht. Wir haben hier, wo haben wir es? London. London sind wir natürlich nicht. Wir sind in Madrid. Ja, und da ist eine bestehende VPN-Verbindung. Ja, die jetzt, sag ich mal, zu UBR geht und von der UBR aus über, sag ich mal, das Netzwerkinterface, was ich konfiguriert habe, kann ich dann auf meine IBMI-Instanz zugreifen. Also das ist jetzt kein Hexenwerk oder irgendwas. Und mit dieser VPN-Verbindung kann ich natürlich alles machen. Und es ist wesentlich sicherer, als wenn ich hier eine öffentliche IP-Adresse verwende. Weil beispielsweise die Datenreplikationen und ähnliche Dinge, die können im Prinzip über die VPN-Verbindung laufen. Alle Zugriffe auf IBMI über die, sag ich mal, über das Unternehmen laufen dann über den Router des Unternehmens, über die Firewall im Unternehmen in die Cloud hinein, ja, und sind völlig transparent. Das heißt, Sie benutzen im Prinzip Ihre IBMI-Instanz über das VPN in einer ähnlichen Art und Weise, als hätten Sie die bei sich im Unternehmen stehen. Problem könnte werden, dass vielleicht die Verbindung zu langsam ist. Das heißt, diese Netzwerkverbindung bestimmt natürlich auch den Datendurchsatz dieser Netzwerkverbindung. Also wer nur 10 Mbit hat ins Internet und benutzt VPN, für den ist das natürlich, sage ich mal, ziemlich restriktiv. Wenn ich aber nur 10 Daten am Tag arbeite, kann ich da auch ändere, dann kann ich natürlich auch eine Replikation darüber laufen lassen. Aber wer exzessiv im Prinzip Zugriffe haben will, sollte darauf achten, dass er hier auch eine ordentliche Verbindung hat. Also für die kleineren Kunden, sage ich mal, für das, was wir gesehen haben, eine Gigabit-Verbindung reicht völlig aus. Ja. Wer mehr haben will, es gibt andere Optionen, sagen wir mal, so ähnlich wie Standleitungen, die man bauen kann, wo man höhere Geschwindigkeiten haben kann, aber die haben dann natürlich auch höhere Kosten. So eine VPN-Verbindung, da bewegen wir uns in der Größenordnung um die 50 € pro Monat. Das ist jetzt nichts, was einen umhaut oder sowas. Ja. So, jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr, Wolfgang. Einfach mal so aus Spaß. Wir haben jetzt genau 25 Minuten zugebracht und ich halte mal fest, wir haben erstellt eine nagelneue IBMI-Maschine leer mit dem Betriebssystem 7.5 R2 in Madrid oder auch in Frankfurt und haben ein VPN, um auf diese Maschine sicher zugreifen zu können. Und die steht dort in einem Tier 4 Rechenzentrum, also nicht in irgendeiner Garage, sondern mit der entsprechenden Tier 4 Definition eines hochsicheren Rechenzentrums mit entsprechender Zugangskontrolle und Überwachung und allem, was dazugehört. Und ich könnte jetzt mit dieser Maschine quasi schon meine Arbeit aufnehmen. Naja, ganz so schnell geht es nicht. Also im Prinzip, sagen wir, was wir jetzt konstruiert haben, ist eine IBMI-Instanz, sag ich mal. Und da musst du im Prinzip so anfangen, dass du auch anfängst, QSEC-Offer-Passwort zu ändern, die Plattenkonfiguration zu machen, Systemwerte zu ändern und so. Aber im Prinzip sind das die gleichen Tätigkeiten, die du auch zu Hause hättest. Aber der Vorteil ist, wenn du das einmal gemacht hast, und jetzt zeige ich doch noch was, ja, also wenn du noch Zeit hast, weil der Vorteil, wenn wir das einmal gemacht haben, dann kommen wir zu einer anderen Lösung, die man hier, sage ich mal, bauen kann. Nämlich, wir können einen Snapshot machen von unserer IBMI-Instanz
Ja, jetzt könnte ich mal so Fremdwerbung machen, so ähnlich wie M81, aber wir haben die jetzt in der Cloud. Und aus sag ich mal, aus diesem Snapshot können wir jederzeit die IBM-i-Instanz auch wiederherstellen. Das heißt, oder klonen. Ja, also wir können dann im Prinzip weitere Instanzen erstellen. Und das ist dann kinderleicht, weil das ist sozusagen dann wieder Vorteil der Cloud. Das habe ich in meinem eigenen Unternehmen so nicht. Ja, also da müsste ich dann Power VC oder ähnliche Produkte, sage ich mal, im Einsatz haben, damit ich sowas machen kann. Hier kann ich einfach hingehen und sagen, okay, wir machen das. Ja, also im Sinne von, wir machen mal schnell einen Snapshot und dann können wir uns die Instanz bauen. Also beispielsweise, sage ich mal, mit der TSP habe ich das zusammen gemacht bei der Entwicklung eines Produkts, was der Marc wahrscheinlich heute noch vorstellen wird. Ja, wir sind da hingegangen und haben dann einfach gesagt, okay, wir bauen uns jetzt mal eine Testinstanz und immer wenn die Testinstanz entsprechend, sage ich mal, da mal benötigt wird, erstellen wir uns eine. Und wenn der Test gelaufen ist, dann fangen wir nicht an mit Putzen oder irgend sowas, sondern wir erstellen uns einfach wieder eine komplett neue Testinstanz Genau. und löschen die alte oder löschen erst die alte und erstellen dann eine neue. Und das sind Wir die Sachen, die schmeißen großzügig, genau, wir schmeißen großzügig weg, weil neu ist treu. neu ist viel besser, weil ich sage, das ist in ein paar Minuten erledigt und die Konfigurationsaufgaben, die ich beim ersten Mal gemacht habe, brauche ich nicht nochmal machen, weil die sind hier drin. Also beispielsweise habe ich hier IBMI Test. Ja, das ist jetzt nicht deine Marke, das ist eine andere, aber die kann ich nutzen. Und hieraus sozusagen eine Instanz zu erstellen, ist so wie vorher. Ich gehe hin, sage hier Instanz erstellen. Ja, nur wähle ich jetzt bei den Boot Images halt nicht eine Instanz aus von der IBM, sondern ich wähle mein eigenes Boot Image. Und dann kann ich im Prinzip hingehen, hier Betriebssystem wählen, IBMi, jetzt gucken wir mal, da taucht ein Haufen auf und unter anderem taucht auf mein Boot-Image, also mein eigenes, was ich selber erstellt habe. Und das kann ich im Prinzip dann verwenden und kann dann sagen, okay, erstellen wir nochmal so eine Instanz, ja, und kann damit wieder machen, was ich lustig bin. Und wenn ich wieder Änderungen gemacht habe, kann ich auch wieder hingehen und sagen, mach mir ein neues Boot-Image, das heißt, mach wieder so einen Snapshot, leg den ab, ja, und das alte, wenn ich das nicht brauche, das alte Boot-Image kann ich wieder löschen. Und was ich auch noch machen kann, ist, um Cloud, aber Marc, ich glaube, jetzt klaue ich dir immer mehr Zeit, was ich auch noch machen kann, aber lass es mich noch ganz kurz zeigen, ist, dass ich diese Boot-Images oder Sicherungen oder ähnliche Dinge auch noch abspeichern kann in Cloud Object Storage. Das heißt, ich habe auch noch sag ich mal, ein S3 Storage in der IBM Cloud, wo ich dann hingehen kann, um beispielsweise hier zu sagen, okay, wir haben hier, sag ich mal, beispielsweise die ersten drei Dateien, das sind Backups meiner Instanz, also wie so ein Backup 23, also Safe 23. Ja, dann habe ich hier, kann man schauen, das ist die OVA-GZ, das sind alles Boot Images. Und hier taucht auch das Aktuelle auf, das ich nochmal gesichert habe, damit, falls das jetzt irgendwas passiert in der Cloud, dass ich das nochmal habe. Ja? Und das sind auch Arten ich sage mal, einfachen Disaster-Recovery-Methoden, die man hier verwenden kann, beispielsweise, um sich gegen Ransomware zu schützen und ähnliche Sachen. Ja? Also, und diese Möglichkeiten zu Hause zu haben, das dauert ein bisschen länger. Das geht hier schneller. Ja? Weil innerhalb der Cloud haben wir auch ganz andere Netzwerkverbindungen als in Gigabit. Ja, da sind wir wesentlich schneller. Da haben wir dann 3x25 Gigabit gebündelt und solche Sachen. Ja, das geht dann wesentlich rascher. Okay, aber Marc, du wolltest heute auch noch was erzählen. Ja, ich weiß jetzt nur nicht, wie ich wieder an die Moderator-Geschichte komme. Ich kann nicht teilen. Musst du mich, Das kann glaube ich, nur der wiederholen. Robert. Das kann nur Robert. Robert kann uns wieder sozusagen zurück oder ich kann sozusagen uns zurückschalten. Nee, kann ich das? Kann ich nicht. Robert muss das machen. Ja, dann macht der Robert Ich das mache, das bestimmt. heißt, da wird der Marc jetzt wieder Moderator und kann jetzt wieder Jawohl. präsentieren. Genau. Jawohl, so geschehen. So, das ist nochmal die Zusammenfassung dessen, was der Wolfgang heute quasi mal in einer flockigen halben Stunde uns hingehauen hat. Und natürlich ist das genial, um mal auch Cloud zu erfahren und Cloud zu testen. Vor allen Dingen, was unheimlich gut ist, ist, man hat diesen Kostenschätzer und kann direkt sehen, wo komme ich raus. Wolfgang hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, und das ist ja bei IBM-Einnutzung eigentlich normal. Das mache ich nicht für 2 Wochen, kann ich zwar, macht aber nicht viel Sinn, denn dann zahle ich in der Regel den vollen Preis.
Bei einem Jahresabo waren das, Wolfgang, glaube ich, erzähl nochmal 30% und beim Dreijahresabo reden wir über zum Teil 45% Discount, der auch dann Genau. entsprechend gezogen wird, wenn ich innerhalb der 3 Jahre mal eben die Leistung der Maschine einfach mal so um von einem halben Core auf, weiß ich, 4 Cores hochziehe, dann gilt auch der Rabatt für die 4-Core-Preismodelle. Also man muss sich jetzt nicht jetzt dann nochmal in Verhandlungen begeben. Das ist alles so dann gesetzt und läuft. Also Und es sagt wird ja dann auch auch automatisch keiner. gezogen. Also wenn ich das jetzt mit einem Thorsten vergleiche, der dann, sagen wir so, angebracht hat nach dem Motto, es gibt ja auch Kunden, die das jetzt beispielsweise nicht für 3 Jahre haben wollen, sondern sollen wechseln auf eine andere Plattform. Ja? Also wenn du nach einem Jahr der Meinung bist, du möchtest das IBM nicht mehr, dann kannst du auch die gleichen Credits, die du für die Cloud bekommst, benutzen, um jetzt x86 oder andere Services zu machen. Ja? Also Ja gut, das ist weil eben nicht an Ressourcen gebunden, sondern du hast halt eine Währung, mit der du in der Cloud einkaufen gehst. Ja, und ja, dafür kriegst du die wieder eingekauft. also wir stellen ja auch immer wieder fest, dass die IBMI, wie du es immer so schön sagst, wie mit dem Gummiband der Intel-Umgebung eigentlich folgt, weil die eigentlich auch nicht als monolithisches Standalone-System in Unternehmen fungiert. Und wenn Unternehmen heute schon die Intel-Workload in die Cloud verlagern, dann ist halt oft die Frage, wie kriege ich die IBMI auch nachgezogen? Man will ja auch nicht den Traffic dauernd hin und her produzieren. Und ja, da haben wir uns dann mal Gedanken gemacht, vor langer Zeit schon, und haben da auch ein Produkt entwickelt, das ich Ihnen heute mal nahebringen möchte. Vielleicht mal kurz auch noch interessant zu erwähnen, dass unsere Herrschaften hier bei uns, die in der Technik sitzen, auch am IBM Power Systems Virtual Server Guide für IBMI mitgeschrieben haben. Also wir sind da schon ziemlich dicht an der Materie dran und haben da auch Expertise. Und das haben wir alles bei uns in unserer Garage nahe Karlsruhe entwickelt. Das sehen Sie hier rechts oben. Aber um mal das Marketing wegzuspringen, wir machen das ja auch schon lange, aber diese Geschichten kennen Sie ja schon. Gehen wir mal zur entscheidenden Gretchenfrage. Denn die Frage ist ja nicht, wie kriege ich eine leere IBMI hergezaubert, die mir nichts bringt, weil leer, ne, macht das Ding nicht viel her. Und das reimt sich auch noch schön. Sondern die Frage ist ja, wie kriege ich halt meine klassische Workload in der Cloud zum Laufen? Und der Frage haben sich viele Leute noch gar nicht so richtig beschäftigt, weil Cloud vielleicht noch nicht so angekommen ist. Aber die Frage wird halt kommen und die kommt halt immer mehr. Und ja, dann war der erste Gedanke, wenn man Leute fragt, wie macht ihr das denn? Ja, Bandsicherung und Wiederherstellen. Mache ich ja sonst auch, wenn ich eine neue Generation von Powerblech bekomme. Ja, gibt es unter Umständen, kann man kaufen bei IBM. Wolfgang, wird das eigentlich noch praktiziert oder ist das einfach jenseits von Gut und Böse bezahlbar? Hallo? Ja, jetzt höre ich gerade mal nichts. Ich weiß nicht, ob der Ton weg ist. Lange Rede, weitergesprochen. Also die physische Tape-Geschichte kommt in der Cloud eigentlich nicht zum Zuge, weil es ja aufgrund der Vielzahl der Instanzen eigentlich keinen Sinn macht, da für jede Instanz, die auch virtualisiert ist, ein physisches Bandlaufwerk irgendwo zuzuordnen. Und das ist einfach im Cloud-Betrieb völlig unpraktikabel. Also in der Regel müsste man einen Sonderservice bestellen bei IBM und das ist ein Vermögen, was das kostet. Das rechnet sich schlichtweg einfach nicht. Weil man will es einfach auch nicht. Das macht einfach keinen Sinn. Dann ist natürlich die nächste Möglichkeit, mal über ein Virtual Tape nachzudenken. Und damit kann man ja mit Bordmitteln noch quasi ein Tape als Datei erzeugen. Und die Datei könnte ich ja dann per FTP hochladen und in der Cloud wieder restoren, wenn ich das mache. Dann könnte ich auch, wenn ich schon eine Virtualisierung habe auf meiner IBMI-Maschine, natürlich auch einfach ein Image erzeugen, das in die Cloud laden. Ja, oder was oft angeboten wird, was auch Teil von IBM Cloud im Katalog ist, ist die Falcon Store Virtual Tape Library. Mit der kann man auch Backups machen. Und wenn man zwei davon hat, kann man auch asynchron in die Cloud replizieren, das dort wiederherstellen, um die Workload, die man hat, halt in die Cloud zu bekommen. Ist allerdings ein bisschen aufwendig und ein bisschen ja, kostenintensiv, wenn man nur mal Cloud schnuppern will. Dann gibt es natürlich die Möglichkeiten, wie mit einer normalen HA-Software, die wir ja auch produzieren, mit unserem Bus-VI, natürlich auch mit der logischen Replikation in die Cloud zu replizieren. Dafür muss ich aber natürlich auch ein bisschen was wissen und ein paar Voraussetzungen erfüllen. Dann muss ich mir natürlich stets Gedanken machen, welche Verbindungsarten habe ich. Ja, habe ich eine Shared-Leitung, habe ich eine dedizierte Leitung, hat die Leitung Quality of Service, welche Bandbreiten stehen mir da auf dieser Leitung zur Verfügung? Ja, und na, unterm Strich natürlich immer, was kostet der ganze Spaß? Leitungskosten sollten ja auch mal berechnet werden. Ja, die gehören ja doch zur Infrastruktur.
Kosten dazu, wird oft leider nicht mit reingerechnet, weil es immer ein Hardwareangebot gibt und da gibt es ein Angebot vom Leitungsanbieter. Und naja, am Ende des Tages muss der Einkauf es trotzdem matchen. Ja? Und wenn man jetzt mal sich das näher anschaut, wo sind denn die Herausforderungen der einzelnen Wege, die ich hier gehen kann, dann kann man schon sagen, wenn ich jetzt mit einem Virtual Tape arbeite, was ich ja mit dem Bordmittel erzeugen kann, das kostet also mit dem Bordmittel erstmal nichts. Was man aber dann ganz schnell feststellt, ist halt, ich muss erstmal eine Kopie meiner ganzen Maschine erstellen und dafür brauche ich Plattenplatz. Und ich kenne kaum IBM-Nutzer, die ihre Maschine so wenig fordern, dass sie mehr als 50% Plattenplatz frei haben, um genau auf diese verbliebenen freien 50% die anderen 50% ko zu kopieren in einen VTL-Tape-File, um das dann in die Cloud zu schieben. Das heißt, diese Projekte, haben wir festgestellt, haben diesen unschönen Effekt, dass ich, wenn ich jetzt in die Cloud will und nicht genug Plattenplatz habe, was 90% der Kunden eben nicht haben, dann müsste ich erstmal in Platten investieren, um danach diese wegzuwerfen, weil ich an der Cloud angekommen bin und die Platten lokal vielleicht gar nicht mehr brauche. Also etwas zu kaufen, nur um was zu tun, um es danach wegzuwerfen, ist ja auch nicht gerade effizient und auch kostenfreundlich. Ja, und zudem brauche ich natürlich dafür auch entsprechend Zeit und es braucht natürlich auch, sag ich mal, selbst wenn ich die Plattenplatzmittel habe, natürlich auch erstmal die Arbeitsschritte, dass ich also erstmal alles sichere, komplett, das ist Data at Rest, dann muss ich das irgendwie über die Leitung pumpen und dann, wenn es über die Leitung gepumpt ist, muss ich es auch in einer IBMI-Instanz in der Cloud wiederherstellen und das braucht einfach auch ein Stück weit Zeit und Arbeit, damit das funktioniert. So. Jetzt kommen die Pfiffigen, die schon vielleicht virtualisiert haben, was leider auch nicht alle IBM-Nutzer so haben. Das ist ja eher die Minderheit, die das heute schon hat mit PowerVC. Die könnten sich natürlich auch ein Image-File erzeugen von der Maschine mit der PowerVC-Technologie und dann das Image rüberladen. Aber an der Stelle habe ich genau das gleiche Problem. Auch dafür brauche ich entsprechend Plattenplatz. Sonst kann ich das Image ja nirgendwo ablegen. Ja. Und auch wenn ich das dann entsprechend in Power4S rüberbringe, habe ich immer noch keine Möglichkeit, davon zu starten, denn es ist kein Boot-Image. Ich brauche noch ein Boot-Image. Und um dann Restore zu machen, brauche ich ein bisschen mehr Aufwand, nämlich eine zweite IBMI, um dann den Restore zu fahren. Ja, und das ist natürlich auch wiederum mit Kosten verbunden. Wenn ich kein Power4C habe, muss ich das erstmal alles anschaffen. Da freut sich sicherlich Ihr Businesspartner über ein schönes Virtualisierungsprojekt. Aber ob das für den deutschen Mittelstand zielführend ist, das zu tun, das muss halt jeder für sich und sein Budget selbst beantworten. Auf jeden Fall, sage ich mal, ist es auch nicht die kostengünstigste Variante. Ja, und wenn man noch einen draufsetzen möchte, ist es natürlich auch mit einer VTL möglich, heute in eine Cloud zu migrieren. Eine VTL ist dafür vielleicht nicht gedacht, aber wenn man Backup sowieso braucht, kann man das vielleicht mit EDA-Kosten noch rechtfertigen, dass man eben zwei VTLs hat. Eine lokale, die man on-premise anschafft und anschließt, um dort eben eine Tagessicherung, ein Safe 21 zu machen und diesen dann über Nacht über asynchrone Replikation auf eine Target-VTL in der Cloud, die muss ich durch eine Cloud auch erstmal haben, bereitstellen, bezahlen. Plattenplatz muss ich entsprechend auch zweimal natürlich anschaffen und dann kann ich in der Cloud auch wiederum mit einer weiteren IBMI-Maschine, das heißt, ich brauche zwei Instanzen, also nicht nur die Zielinstanz, auf die ich restoren möchte. Ich brauche nämlich eine weitere Instanz, die mir den Restore macht. Und in der Cloud habe ich leider auch nicht den schnellen Fiber-Channel, sondern ich habe da nur iSCSI zur Verfügung. Sollte man auch bedenken. Da könnte ein Flaschenhals entstehen, was die Performance angeht. Auf jeden Fall sind die finanziellen Requirements schon ganz ordentlich. Und eine VTL installiert man auch mal nicht eben am Wochenende. Das ist schon ein größeres Projekt, aber was auch Planning und Sizing der Disks angeht, der Lizenzen, was das Ding können soll, ob ich die Application noch mit dazu nehme, was mir auch wiederum nicht hilft bei der ersten Migration, denn erstmal muss ich alles drüben haben und da kann ich nicht vorher deduplizieren, um dann dadurch einen vielleicht einen geringeren Transfer zu erzeugen, also dass ich weniger übertragen muss, weil ich schon vorher Sachen als Duplikate rausgeschmissen habe über ein Storage. Zusammengefasst muss man sagen, dass das eben dann auch nochmal hier der Unterschritt oder Zwischenschritt ist, der auch wiederum weitere Kosten erzeugt. Ich brauche nämlich allein für den Restore in der Cloud von der VTL oder auch von dem Boot-Image eine weitere IBMI-Instanz als Network Install Server, weil so irgendwo kann ich eben entsprechend restoren auf die gewünschte Target-Instanz. Ja. Dann wären wir bei dem, was halt ich heute gängig wäre, das ist dann halt zu replizieren mit logischer Replikation in die Cloud, also die gesamte Workload mit einer HA-Lösung, die man für eine temporäre Nutzung einfach nur einsetzt und auch nur temporär lizenziert
in die Cloud zu replizieren. Das ist relativ geschmeidig. Vor allen Dingen synchronisiert es ja Source- und Target-Systeme. Und man kann auch abweichende Betriebssystem-Level haben. Das ist ja auch nicht gerade uncharmant, dass man sagen kann, ich habe jetzt auf meiner Campus-Maschine einen 7.3, möchte aber in der Cloud nicht auf 7.3, ich möchte am liebsten gleich auf 7.5. Das kann ich mit einer logischen Replikation machen. Aber dann brauche ich natürlich auch ein bisschen Skill und Know-how. Nicht den ich habe, muss ich den einkaufen. Und ich muss ein bisschen was von Journaling verstehen, weil diese Lösung mit logischen Replikationen basieren alle auf Journaling, egal welchem Hersteller Sie das erwerben. Und am Ende des Tages ist es halt vielleicht auch zwar einfacher als mit den vorgenannten Lösungen und auch sicherlich zielführend, aber auch nicht so ganz ohne Aufwand und auch nicht ganz ohne Kosten. Ja, das hängt auch mal von der Lösung ab, die Sie wählen. Und wir haben aus diesem Grund, sage ich mal, weil wir gemerkt haben, wenn man diese Lösung alle mit dem Cloud-interessierten Menschen durchspricht bei einem Unternehmen, dass dann oft eher die Frage aufkommt, also wenn das so kompliziert ist und so viel Aufwand erzeugt und das so ein Heckmeck ist, dann sollen doch sich die anderen bitte mal mit der Cloud versuchen. Und wenn die sich die Nase verbrannt haben und es gibt einen geschmeidigeren Weg, dann fange ich als Kunde erstmal an, überhaupt über das Thema Cloud und IBMI-Instanzen dort nachzudenken. Ja. Und deswegen haben wir überlegt, es muss doch was Einfacheres geben, was es auch möglich macht, einfach die Workload in der Cloud mal zu testen. Ohne dass ich jetzt hier diese ganzen Umwege und diese umständliche Friemelei brauche, um einfach doch nur meine Workload da mal laufen zu lassen. Und da haben wir eben was ganz Neues erfunden. Das ist das Migrate 23. Das nennen wir auch System Copy. Man könnte auch das Ding nennen VMware Converter, wenn ich so sagen möchte. Man macht im Prinzip bei dem, was wir hier mit der Cloud-Migration machen, eigentlich immer eine Konvertierung von einer bisherigen IBMI-Maschine, die natürlich physisch existiert im Normalfall, in eine virtuelle Instanz in der Cloud und zwar mit einem einzigen Schritt und auch ohne Umwege. Ja, das heißt, da diese Lösung eigentlich aus der Cloud zwar geladen wird auf meiner On-Premise-Maschine und auch deren entsprechenden Requirements natürlich kennt, weil sie die uns beim Bestellen über die Cloud angeben, wird also im Prinzip eine On-Premise-IBMI fähig gemacht, sich in die Cloud zu streamen, könnte man sagen, was ja bei einer IBMI eigentlich nicht geht. Ja. Und was Sie brauchen, ist eigentlich hier nur eine Lizenz, eine feste Gebühr, egal wie klein oder groß Ihre Maschine ist, egal ob die intern oder externen Storage hat. Das ist für die Lösung alles nicht von Relevanz. Sie nimmt alles, was da ist, so wie es ist und portiert das in die Cloud. Und wenn Sie wünschen, auch auf abweichend höhere Betriebssystem-Release, sodass Sie da auch also das Migrationsprojekt auf ein höheres Release sich in dem Schritt auch sogar noch sparen könnten. Ja. Das ist eigentlich eine Lösung, die ist auch für Self-Service Migration gedacht und anders jetzt als unsere anderen Lösungen hier, die auch imstande wäre, natürlich im Hintergrund eine Maschine in die Cloud zu schieben, ja, ist das für auch Data Addressed. Und man kann natürlich auch stolz sagen, wir als deutsche Firma TSP haben jetzt hier mit dieser Lösung Migrate 23 weltweit als erster Europäer und zweiter Firma weltweit eine integrierte Lösung im IBM-Katalog, die imstande ist, eine Cloud-Migration und eine Cloud-Adaption nahtlos als Selbstbedienungssoftware zu machen. Das heißt, Sie können, egal wie wenig AI oder wie viel AI-Skill Sie haben, eine Maschine in die Cloud migrieren. Und das geht relativ einfach. Sie gehen im Prinzip zu IBM, da wo der Dr. Rother Sie eben vorhin schon hingeführt hat, auf cloud.ibm.com. Da gibt es den Katalog. Sie können sich anmelden, dann kriegen Sie auch Konfigurationsoptionen und auch Kaufoptionen. Sie können auch ohne Anmeldung das Ganze mal durchspielen. Und Sie wählen dann im Prinzip im Suchfeld einfach das Wort Migration oder TSP oder Migrate 23. Und dann wird Ihnen dieser Service hier angezeigt. Das läuft als Service, weil es eine Lösung ist, die in der hybriden Welt funktioniert, weil die natürlich, obwohl Sie jetzt in der Cloud eine Lösung bestellen und erwerben, das für Ihre On-Prem-Maschine gedacht ist, um die dort in die Cloud zu transportieren. Vorteile sind natürlich und auch grundsätzlich die Unterschiede zu allem, was bisher existierte. Ich habe keine Umwege, um eine Maschine in die Cloud zu migrieren. Die ganze Migration ist ein einzelner Prozess und das Wichtigste beim Setup von diesem Prozess ist, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse unserer Lösung angeben, denn die informiert Sie dann, wenn die Migration abgeschlossen ist, automatisch per E-Mail. Das heißt, Sie müssen auch nicht sitzen und warten, bis es fertig ist, sondern Sie starten das
Und am Ende des Tages ist das, wenn es fertig ist, eigentlich nur noch eine E-Mail-Message. Natürlich können Sie zwischendurch reinschauen. Es gibt transparent einen kompletten Screen, der Ihnen zeigt, was gerade in welcher Form auf der Zielmaschine restored wird. Der Vorteil dieser ganzen Technologie liegt einfach darin, dass ich feste Kosten habe, die absolut kalkulierbar sind, egal was für eine Maschine ich habe, egal wie alt und wie komplex. Ja, und das Zweite ist natürlich, dass ich hier in der Variante einfach überhaupt keine zusätzlichen Hardware-Anschaffungen tätigen muss, um meine On-Premise-Maschine in die Cloud zu bekommen. Ich brauche keinen zusätzlichen lokalen Storage, denn alles, was wir dort von der Maschine in die Cloud transportieren, wird lokal nicht mehr gespeichert. Das heißt, wir nehmen die Daten ihrer lokalen Instanz und stellen die direkt auf ihrer neuen Cloud-Instanz, die müssen sie natürlich vorher angelegt haben, wieder her. Und die Verbindung läuft da in der Regel über VPN-Verbindungen, sodass die Daten sicher und geschützt transportiert werden. Ja, das ist genauso wichtig natürlich, wie wenn Sie jetzt on-premise ein Tape irgendwo hinschicken zum Restore auf einer anderen On-Prem-Maschine. Das sollten Sie auch nicht mit der Deutschen Post schicken. Ja, da sind ja Ihre Firmendaten drauf und das gehört natürlich gesichert und geschützt, wie Fort Knox. Und die meisten Fragen, die wir dann bekommen, ist ja, aber wenn ich jetzt Data at Rest migriere, ja, dann brauche ich auch die Zeit, wo ich dann sozusagen die Maschine mal ruhen lasse und wo ich dann den Restore auch in der Cloud mache, damit ich also eine konsistente Systemumgebung in die Cloud bekomme. Und da haben wir natürlich ein paar gute Botschaften, wo wir natürlich auch bewusst sind, dass diese Fenster recht klein sind. Wir kommen ja aus dem HA-Geschäft. Und wenn wir aber jetzt die Variante hier mit dem Migrate machen, das ist nicht auf einer HA-Software basierend, dann haben wir die Möglichkeit, weil wir auch Datenbank natürlich entsprechend replizieren, dass wir schon mit von uns geschaffenen Compression-Möglichkeiten auch die Datenmenge um teilweise bis zu 96% komprimieren können. Was natürlich dann schon echt ein Brett ist, wenn ich dann nämlich in der 3 Terabyte oder 10 Terabyte Maschine replizieren muss und ich brauche statt na, mal brutto 10 Terra nur 4 Terra übertragen, das weiß jedes Kind. Dann habe ich natürlich ganz andere Zeitfenster und dann passt das schon einfach in so ein Zeitfenster mal Freitagnachmittag starten und Samstagmorgen ist die Kiste in der Cloud vollständig migriert und lädt zum Testen ein. Und das Ganze auch über entsprechend größere Distanzen und dass man mal so sieht, wie man hier kalkulieren kann, das ist eine sehr, sehr konservative Schätzung, weil natürlich jede Maschine natürlich unterschiedliche Dateitypen hat. Einer hat ein paar Millionen Daten im IFS, der andere eben nicht. Der andere hat viele kleine Files, der andere hat viele große Files. Das ist halt ein Mittelwert. Und man kann schon sagen, je nach Bandbreite, die mir zur Verfügung steht, bekomme ich diese Datenmenge pro Stunde durch die Leitung gepusht. Und da ist natürlich die Frage auch noch, ne, wenn da vorher komprimiert wurde, ist das, was hier da möglich ist, eigentlich für jeden durchschnittlichen Kunden heute eine Sache, die als No-Brainer über ein Wochenende oder einen Brückentag ohne weiteres möglich sind. Und so bekomme ich halt relativ easy, ohne großes Know-how, mit einem einfachen Tool für einen festen Preis eine komplette Instanz in der Cloud, ja, mit der ich dann entweder produktiv arbeiten kann oder wir haben auch einen anderen Use Case natürlich im Kopf. Wir können natürlich auch die Cloud-Instanz zur Disaster-Recovery-Instanz machen, um eine Georedundanz zu schaffen, um meine Maschine, die jetzt vielleicht on Campus gute Dienste verrichtet, nochmal abzusichern über eine entsprechend im Tier 4 Data Center gehostete Maschine, die auch an einem anderen Standort georedundant steht und die mir natürlich auch, wenn meine Maschine on Campus mal wegfliegt oder wenn die mal unter Wasser steht oder was heute an Naturkatastrophen denkbar ist, natürlich mein Weiterbestehen der Firma sichert, indem ich einfach meine User auf diese Maschine schicken kann. Ja? Und für viele, die Cloud noch nicht so umarmt haben, ist es natürlich erstmal eine super Möglichkeit, für relativ kleines Geld, eine komplett historische Workload einfach in der Cloud mal zu testen, wie sie performt, wie verhält sich das mit den Usern, wie verhält sich das mit der ganzen Peripherie, die man heute natürlich auch bedenken muss, wenn man in die Cloud geht und so weiter und so fort. Und es gibt, glauben Sie mir, und wir haben uns oft, also auf der ganzen Welt umgeschaut, es gibt keine einfachere Lösung, die auch keine, also auch keine günstigere Lösung, um einfach eine Workload in die Cloud zu bekommen. Und dort mit dieser Instanz entsprechend auch sein normales Tagesgeschäft zu verrichten. Wenn man da an der Stelle mehr wissen möchte, haben wir natürlich auch die Möglichkeit, mit unseren Menschen hier zu unterstützen. Also wir haben ein eigenes Pre-Sales-Team. Das ist der aktuelle Preis in Dollar wie in Euro, wenn ich das bei IBM in der Cloud bestelle. Das wird auch dann im Kostenrechner
entsprechend sofort dann auch angezeigt. Und wenn man das nicht alleine machen möchte, weil man sich nicht sicher ist, weil man möchte die Haftung outsourcen, dann können wir Ihnen Businesspartner nennen oder auch unsere Mitarbeiter an die Hand geben, die Sie dabei unterstützen können, das einzurichten. Dauert in der Regel einen Vormittag und dann hat man die Migration eigentlich bereits auch abgeschickt, sodass die dann am nächsten Tag in der Regel in der normalen Umgebung in der Cloud wieder auflebt. Wir haben 24-Stunden-Support, also wenn Sie nachts nicht schlafen können und haben senile Bettflucht und Sie möchten nachts schon migrieren, dann ist es gar kein Problem. Sie können nachts aufstehen, auch da wird Ihnen geholfen, wenn Sie nachts um 4 Ihre Migration, Ihre IBM-i-Maschine starten wollen. Auch da sind bei uns Menschen, die auf Ihre Frage nur gewartet haben. Und ja, das ist auch noch dann mit der Techline unterstützt, auch mit IBM im Backend. Und wenn Sie jetzt Fragen hätten, wäre jetzt, weil wir haben noch 10 Minuten, eine gute Gelegenheit, die Mikrofone oder den Chat zu öffnen. Ich glaube, der Robert übernimmt dann ganz gern auch die entsprechende Moderation wieder, denn er ist der Master vom Mic. Ja, danke erstmal, Marc. Ja, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Ist ja gar nicht so einfach. Nee, doch einfach. Eigentlich habt ihr die ganze Zeit viel geplaudert, während Wolfgang die Maschine konfiguriert hat. Das heißt, eigentlich diese Zeit, die ist noch viel kürzer, um so eine Maschine in der Cloud zu erstellen. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe im Moment keine Fragen. Das heißt aber, doch einer hat gefragt, die Präsentation, also wie gesagt, die Präsentationen am besten beim jeweiligen Referenten anfordern und die Aufzeichnungen sind dann so wahrscheinlich übernächste Woche wieder in dem YouTube-Channel zum jederzeit nachhören. Ich habe eine Frage an den Marc Willi Jäger hier. Hi, Marc, Willi. bei der, hi, grüß dich. Bei der Replikation von der On-Prem-Maschine in die Cloud, werden da auch dann zum Beispiel Betriebssystemeinstellungen und so weiter, wie System Values, User Profiles, bla bla bla, alles diese systemrelevanten Sachen repliziert? Also wir haben da den Namen für das Produkt Migrate 23 gewählt, weil wir das ähnlich eines, und das ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber es geht in die Richtung, wir machen eine Art Safe 23, den ja viele auch kennen. Das ist im Prinzip ein Backup, aber ohne Betriebssystemkern, weil wir es für ziemlich dämlich erachten, wenn ich ein frisches Betriebssystem bekommen kann in der Cloud, warum soll ich denn da noch mein altes Betriebssystem mit rüberschicken? Da verliere ich ja Bandbreite, Zeit und auch, sagen wir mal, Möglichkeiten. Natürlich stellen wir User-Profile, Rechte und Devices natürlich in der Cloud analog wieder her. Also wir werden, wenn wir abgeschlossen haben, ein lauffähiges Betriebssystem in der Cloud mit den kundenspezifischen Anwendungen, Daten, Benutzern und Benutzerrechten haben. Ja. Gut, ich sag mal, mit einer Safe 23, da habe ich halt die Security Data und Configs dabei, aber ich habe halt eben keine, sag ich mal, Systemwerte, was ja auch wichtige Informationen fürs Betriebssystem sein können drin. Also Das wir können solche Sachen selektieren, aber wenn man in der Cloud eine Instanz eben mit Werten einer On-Prem-Maschine aufbaut, kann das ja auch unter anderem Risiken birgen. Dann sollte man das eben, was man da braucht, sorgsam gewählt sein. Das muss natürlich dann, es ist machbar. Wir haben das ja nur dementsprechend so genannt, um mal den Eindruck zu vermitteln, wie das gedacht ist vom Konzept. Natürlich stecken da mehrere Jahre Entwicklungen drin und die gehen natürlich viel weiter, viel tiefer rein, als wir jetzt hier in dem Call entsprechend darlegen können. Aber wir halten den 23er Ansatz, der jetzt nicht dem reinen 23er Betriebssystemkommando bei uns entspricht. Das ist nur eine Analogie. Ja. Wir haben was Eigenes geschrieben. Das geht viel Okay. tiefer als ein 23er Safe. Ja, es ist jetzt nicht nur einfach ein 23er Safe, den wir nehmen und sagen, das ist jetzt eine Lösung. Das wäre zu einfach. Das ist schon Ja, wesentlich klar. mehr. Aber wir haben halt erkannt und auch durch die Tests einfach gemerkt, es ist viel besser und viel schlauer, wenn wir halt eine Portierung machen und dabei das, was in der Cloud schon lauffähig ist, einfach so nehmen, wie es ist. Denn dann kann ich hergehen und kann also sozusagen meine On-Prem-Instanz mergen mit einer neuen Cloud-Instanz, die dann auch ein anderes Release haben kann. Ne? Ja, Das ist muss klar. nicht. Das kann auch dasselbe sein. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, ich habe auch keine Freigaben für meine Anwendungen, größer 7.3, dann muss ich natürlich, wenn ich Third-Party-Anwendungen habe, die das erfordern, meine 7.3er On-Prem-Instanz auch auf eine 7.3er-Instanz in der Cloud portieren,
sofern Alles die logisch, Cloud ja. digital unterstützt. Dann kann ich im Nachgang in der Cloud natürlich ganz normal mein Upgrade-Projekt auf 7.4 und 7.5 durchführen, sobald ich die Freigabe der Third-Party-Software-Vendors habe. Klar. Ne, auch in dem Fall müssen wir ja auch, wenn wir das portieren, bedenken, die Cloud-Maschine hat eine andere Seriennummer. Ja, die kann ich, das war ja ein wichtiger Hinweis, auch feststellen, sodass sie mir erhalten bleibt bei meiner Cloud-Instanz. Ob ich sie jetzt Nutzer eingeschaltet habe oder nur in Standby zur Verfügung halte, ja, oder als Archivsystem denke, diese Seriennummer, die muss ja auch dann wiederum von der Cloud-Instanz für die Third-Party-Anwendungen und deren Lizenzierung bedacht werden. Also einfach Ja. nur einen Klon zu machen, wissen wir beide, würde ja auch zu kurz gedacht sein. Ja, das Also. ist logisch. Wie gesagt, in den System Values zum Beispiel, die ja normalerweise nur mit dem Safe Sys gesichert werden, stehen natürlich auch teilweise Werte drin, sag ich mal, die nicht unbedingt für das IBMI wichtig sind, sondern die für die Umgebung von der IBM-Instanz wichtig sind, ne? Also wenn wir jetzt live, deswegen hat die Zeit heute nicht gereicht, ich habe ja schon auf die Tube gedrückt, Naja. wir haben natürlich die Möglichkeit, solche Werte zu selektieren, die auch zu transportieren. Okay, alles klar. Gut, Das danke dir. gegeben, aber das erfordert halt, dass man weiß, was man da auswählt, damit man nicht nichts in der Cloud gleich von vornherein torpediert. Alles klar, danke dir. Jetzt mal die Frage von mir, Herr Jäger, haben Sie einen Vogel? Also nicht despektierlich gemeint, aber im Hintergrund ist Twitter so schön, oder sitzen Sie gerade im Dschungel? Nee, ich sitze hier im Wohnzimmer und da sind zwei Wellensittiche, die ab und Ah, zu schön. mal ein bisschen was zu Wort melden. Schöne Hintergrundgeräusche, ja, schön. Sorry. Gut. Nein, kein Problem. Passt schon. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle Klarheiten beseitigt. Ich hoffe, dass wir den einen oder anderen, der sich damit schon mal beschäftigt hat mit dem Thema Cloud und Instanzen in der Cloud, so ein paar Hürden haben nehmen können. Denn man kann hier, das ist ja sonst immer auch Riesenaufwände, wir haben ja jetzt Euros nicht angesprochen, aber wenn ich jetzt mit so einem VTL-Projekt komme, dann habe ich teilweise Invest von ein paar hunderttausend Euro und dann nur, um dann in die Cloud gehen zu können, das wird doch keiner zum Testen einer Cloud-Umgebung machen. Jetzt haben wir für 2.500 Dollar oder Euro hier eine Lösung geschaffen, mit der ich mal wirklich relativ risikofrei meine gesamte Workload in die Cloud mit Leben erwecken kann und kann dann halt einfach testen, ob das etwas ist, was für mein Unternehmen etwas ist, was belastbar und tragfähig ist, weil jeder hat ja auch eine andere Umgebung, jeder hat vielleicht andere auch Voraussetzungen. Der eine hat vielleicht eine Lagerlogistik, die vielleicht kurze Pingzeiten für MDE-Geräte braucht. Das will alles getestet werden und da werden die Netzwerke halt heutzutage immer wichtiger, weil all das ist möglich. Man muss aber die Netzwerkthemen bedenken. Und da sind wir ja, wenn wir von der Infrastrukturthematik kommen, als Server-Jungs nicht unbedingt immer im Netzwerk so fit. Also die werden sicherlich auch dann öfter mal ein paar Fragen sich jetzt gefallen lassen müssen, wenn es um diese ganze Planung geht. Aber mit unserem Tool kann man halt diesen ganzen Umzug relativ auch ohne großen IBMI-Skill selber bewerkstelligen. Und da muss ich halt jetzt nicht ein riesiges Projekt draus machen. Das kann man wirklich mal im Hintergrund laufen lassen, sobald ich mal ein Fenster habe, wie ein Brückentag oder ein Wochenende und ich kann die User runternehmen, kann ich für dieses Geld mir bei IBM online das Ding jederzeit laden. Da ist eine Anleitung dabei, Erklärvideos. Und einfacher geht es wirklich nicht, weil ich muss auch nicht mal Ahnung von Journaling haben, was ich normalerweise bei HA-Spiegelsoftware ja brauche. Und die wollen ja auch erstmal eingerichtet und aufgesetzt werden. Und ja, von daher, es gibt kein niedrigeren, schwelligeres Angebot und Möglichkeiten, eine IBMI sauber, zuverlässig und automatisch vor allen Dingen in eine Cloud zu kopieren. Und die dann auch noch läuft. Weil wir machen, während wir den Safe machen von der On-Prem-Instanz, den gleichzeitigen, zeitgleichen Restore der lauffähigen Umgebung in der AI. In der, Entschuldigung, der AI in der Cloud, in Power4S. Wolfgang, vielleicht möchtest du noch ein paar Sachen dazu sagen, denn IBM hat ja gerade auch einen ziemlichen Hype auf diesem Thema, weil Power4S gerade ziemlich viral geht. Ich glaube, Wolfgang hat uns schon verlassen. Der ist schon beim Mittagessen. Ja, ich hatte auch noch Team-Meetings heute. Es kann sein, dass er sich deshalb ausgeklinkt hat, zu seiner Entschuldigung. Der ist heute mehrfach gebucht. Heute Morgen war das auch schon so, als Ja. der Kollege Weber am Mikrofon war und uns die Lizenzierung der neuen Subscriptions erläutert hat. Wobei auch dann wieder ersichtlich wird, wenn ich das noch anfügen darf, ich habe noch eine Minute, die IBM scheint auch die P5 und P10 Maschinen zu cloudifizieren, egal ob sie dabei on-prem stehen bleiben oder auch nicht. Cloud und Cloud-Management, Cloud-Verwaltung von Instanzen, egal wo sie stehen,
ist das, was IBM scheinbar auf der Roadmap hat für die nächsten Jahre. Und wir werden da wohl alle mal, ob wir wollen oder nicht, umdenken müssen. Und besser jetzt testen, als später aufwachen und merken, man hat vielleicht den Trend verschlafen. Und kostenseitig ist es durchaus interessant, das mal zu überdenken. Nicht für jeden Use Case, aber für viele Use Cases ist die Cloud schon hochinteressant. Ja, Marc, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ich darf jetzt alle mal in die Mittagspause entlassen und machen pünktlich um 14 Uhr geht es wieder weiter mit Klaus-Peter Lutkus und IBM Remote System Explorer für IRP. Dann noch eine schöne Mittagspause und bis Nachmittag. Lieben Dank. Ja, dann gehen wir so.